Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2010 in Monaco. Die Regenwahrscheinlichkeit ist übrigens bei 60%. Starker Regen wurde vorher gesagt, bis jetzt regnet es nun nicht. Aber dann werden wir doch, denke ich mal, auf den Softreifen starten. Oder wir starten lieber auf den harten Reifen um. Was war das jetzt? Das ist ja lustig. Nein, wir werden auf Pirelli Hard starten. Und in Runde 11 erst reinkommen. Das heißt, dass wir lange Zeit haben, wenn es anfängt zu regnen, auf die nassen Reifen zu fahren. Und auch, weil es Tipps gab, werde ich jetzt einfach mit dem hier fahren, weil man hier eh nicht so viel Geschwindigkeit braucht. Höchstens... Ja, das muss so sein. Und dann starten wir einfach mal das Rennen. Hoffentlich failen wir nicht zu dolle. Und dann raus mit dem Auto. So. Wer war vorne weg? Vor Hamilton und Vettel. Hätte auch hier 2010 gewonnen. 2011 dann der Vettel. Ja, wir sind ziemlich weit hin, aber... Schumacher ist hinter uns. Im letzten Rennen wäre ein weiterer Podiumsplatz heute natürlich super. Gib einfach dein Bestes. Werde ich versuchen. Okay, danke. Los geht's. Guter Start, würde ich fast sagen. Nein, wir stellen jetzt nicht auf schnell, das wäre zu heftig. Auf jeden Fall sind hier noch keine Wolken und wir sind immer noch nicht gecrashed. Noch hinter uns lief das ganz glimpflich ab. Immerhin noch 21. Ja. Oh, Trulli! Machen die denn hier? Oh, Entschuldigung. Wie lange bin ich hier durchfahren? Das ist doch eklig. Jetzt uns nehmen. Oh, Entschuldigung, Ricciardo. So, durch den Tunnel. Aber wie gesagt, es hat immer noch nicht angefangen, irgendwie auch mal bewölkt zu werden. Also, ob das hier heute regnen wird, das steht noch in den Sternen. Aber gut, ihr kriegt hier die Kurve. Die haben eindeutig mehr Beschleunigung, eindeutig ein anderes Setup drin, die Case. Ich fahre übrigens, für die, die es noch nicht wissen, auf höchster Schwierigkeitsstufe und ohne Traktionskontrolle, ohne jegliche Fahrhilfen generell. Ja, das Einzige, was ich nicht anhabe, ist die Reifensimulation, weil ich die total unlogisch finde und da crashen wir erstmal ein bisschen auf einmal nichts kaputt gegangen. Erstmal machen wir mal das hier. Einstellen kannst, um auf den Geraden mehr Geschwindigkeit. Ich würde den, glaube ich, nicht steiler einstellen, wenn ich mehr Topspeed haben will. Ich will eigentlich hier nur sicher um den Kurs kommen. Irgendwie vielleicht durch ein bisschen Glück noch nach vorne kommen. Aber wie gesagt, Monaco ist nicht meine Lieblingsstrecke und das wird sie auch nie werden. Sind die KIs ja natürlich auch relativ stark. Also, ja, ich kann die Strecke einfach. Ui. Du kannst ihn locker ausbremsen. Ui. Der Crash war relativ hart. Boah, das ist echt knapp an der Mauer vorbei. Also, das ist schon heftig, hier zu fahren in Monaco. Man ist immer ziemlich knapp an der Mauer vorbei. Du liegst knapp vor die Grassi. Er klebt dir fast am Heck. So, und wieder hier auf Startziel. Die Runden sind hier nicht sehr lang. Allerdings haben wir dafür aus 16 Stück. Aber auch für die Rundenlänge dauert das ziemlich lange in den großen Runden. Das ist ja auch der einzige Grand Prix, der unter 300 Kilometer lang ist in echt. Damit der kürzeste, aber trotzdem meistens der längste, wenn man fast immer an die 2-Stunden-Regel rankommt, besonders wenn es regnet und Safety Car rauskam. Chantok ist der nächste. Leg in die Fern, Überholmanöver zurecht. Das haben wir. Das ist natürlich ein. Boah. Ein Bug, das. Oder ein. Ja, nicht funktionierendes Ding im
2000 Evermod, dass die Namen natürlich geändert werden. In der Audio. Wir sind zurückgefallen. Nicht so gut. Nur hier vorne ist einer abgeflogen, den werden wir bestimmt bald kriegen. Boah. Ambrosio. Wo nimmst du denn? Liegst jetzt auf Platz 17. Ist natürlich nicht so erfreulich hier, aber für mich schon ganz schön, dass ich überhaupt ins Ziel komme. Das wäre schon für mich einer der größten Erfolge, die ich jemals in Monaco gemacht habe. Und dann noch Platz 17, das war meine zweitbeste Platzierung jemals. Damals hatte ich echt Glück. Ich glaube, die ersten gehen jetzt schon an die Box. Das könnte vielleicht die zum Wegnis werden, weil es wird bewölkt. Ja, dadurch können wir vielleicht noch Plätze nach vorne kriegen. Durch Boxenstops, die dann noch zweimal ran müssen und dadurch. Oh nein! Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber bleib draußen. Jetzt kriege ich gleich noch den regulären Boxenstopp. Naja. Ist ja okay. Ja, das passiert auch gerne mal in Monaco, und dann brauchen wir natürlich ein bisschen, bis man sich wieder gefangen hat, sag ich jetzt mal. Und sich umgedreht hat hier zwischen diesen Häuserschluchten und knappen Bayern. Ist ja auch nicht die sicherste Strecke. Besonders hier nicht im Tunnel, also hier abzufliegen, das sollte man am besten vermeiden. Wir fehlen schon an einigen Stellen, die ich finde, Reifenstapel. Hamilton liegt auf Platz 1. Jetzt sind ganz schön viele an die Box wahrscheinlich gegangen. Muss jetzt natürlich hoffen, dass man da auch dran vorbeiziehen kann. Schön klein gestanden. Ja, das sind einige, die wir jetzt überholen können vielleicht. Naja, davon einige schon wieder vor und zweit raus. Petrov, du darfst ja noch gar nicht rausfahren, das ist eine Strafe. Da muss man doch eigentlich da noch lang fahren. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier genau läuft. Ist auch egal. Ein bisschen in der Bug wahrscheinlich wieder mal. Das ist unser tiefes Rennen 8er, glaube ich. Das wird wohl zu schwierig. Dein Abstand auf Kamui sind 4 Plätze. 4 Plätze Rückstand auf Kamui. Na gut, das ist halt nun mal so. Weil das hier einfach eine KI-Strecke ist. Wo wir auch wieder, denke ich mal, in der WM-Führung zurückfallen werden. Also in der WM zurückfallen werden. Na gut, es gibt ja auch noch wieder andere Strecken, wo man dann auch wieder gewinnen oder wenigstens bessere Position als hier in Monaco rausholen kann. Und wir halten eigentlich ganz gut mit jetzt mit Alonso. Solange wir hier keinen Fehler machen, läuft das doch einigermaßen. Du kannst das Auto vor dir einholen. Wir sind sogar, würde ich fast sagen, schneller als der Alonso. Und ich hoffe natürlich immer noch auf den Regen. Und dann ist das ja auch unsere wirkliche Position. Vielleicht ein bisschen weiter hin, weil wir noch ungefähr 3 Sekunden wegen Frontflügel länger stehen. Versuche ihn zu überholen, aber pass auf, dass er nicht die Tür zumacht. Ja, man muss sich hier schon ein bisschen konzentrieren, weil ich gerne den Alonso schon schnochen würde. Das wäre doch mal was Schönes, aber ich glaube, hat sich der Frage einfach zu gut. Und außerdem in Monaco ist Überholen generell das Schwerste. Nach vielleicht auf der Strecke bleiben, also das Auto einhalten. Auch wenn man schon so. Ich weiß, dass es Alonso ist. Schön. Schöner Quersteher, aber gut. Da vorne war schon wieder einer an der Bock, das war Kobayashi. Den werden wir uns jetzt nicht schnappen, nein. Ui! Aber zum Glück einigermaßen gehalten.
Platz 13, 14, das ist so, und haben unsere Position nach dem Boxenstopp. Also, wenn es regnet, aber es sieht nicht so aus, als dass es vielleicht erst am Ende des Rennens. Obwohl Regen in Monaco, weiß ich nicht, ob ich mir das unbedingt wünschen würde. Ja, das ist hier kein gutes Rennen für mich, aber gut, das gehört halt auch mal dazu. Immerhin scheine ich vielleicht sogar ins Ziel zu kommen. Ui, großer Verbremser. Ja, das war klar. Das will ich dann natürlich sofort wieder bestrafen. Haben eine Durchfahrtsstrafe wegen wiederholten Abkürzens gegen dich verhängt. Du musst innerhalb der nächsten drei Runden mit Begrenzer durch die Boxengasse fahren. Vettel liegt in Führung. So, jetzt einmal unsere Durchfahrtsstrafe absitzen. Begrenzer aus, Begrenzer aus. Was? Wir haben gerade erfahren, dass eine Durchfahrtsstrafe wegen unsportlichen Verhaltens gegen dich verhängt wurde. Die Stewards geben so. Die Schuld an dem Unfall. Aber natürlich doch Stewards. Du hast den Frontflügel verloren. Na ja, gut, das Rennen ist jetzt eh tot. Jetzt sind wir eh schon letzter. Uiuiui. Oh. Nicht schön. Also ohne vollen Spoiler durch die Straßenschluchten von Monaco. Dann kannst du dir diesen Platz zurückholen. Ist echt nicht schön. Jetzt will ich mal wissen, wie man jetzt hier nach dem Tunnel. Oh, geht's ja nur geradeaus. Ja, da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Jetzt hier noch alles. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Und da müssen wir ja nochmal eine Durchfahrtsstrafe absetzen. Nee, 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 du kommst nicht durch mich durch. So. Mal schauen, wie lange der. Lass mich raus. Dankeschön. Ah, wir müssen ja eh noch eine Durchfahrtsstrafe absitzen. Vergiss nicht, den Begrenzer auszuschalten. Ja, wieder eine schöne Verwarnung. Noch eine Verwarnung, weil ich zu schnell gefahren bin. Wahrscheinlich, weil ich zu schnell gefahren bin. Das Rennen macht mir jetzt schon keinen Spaß mehr. Hat es mir eigentlich von Anfang an nicht. Wirklich. Na gut, jetzt bringen wir es einfach zu Ende. Mit Durchfahrtsstrafe. Dankeschön. Dein Rennen ist vorbei. Komm zurück an die Box. Cool, jetzt fährt er für mich. Also ich brauche gar nicht mehr fahren. Wie man noch sieht, so fahre ich nicht die Strecke lang. So genial. Schön disqualifiziert. 1:19, das ist echt langsam. Du warst richtig gut. Ich kann nicht fassen, dass du raus bist. Disqualifiziert, wir hätten Platz. Ja, 21 gehabt. Naja. Gut, das machen wir nochmal fortsetzen. Ja, sind 6 und 7 Punkte. Vettel jetzt auf ganz vorne. Vorwerfer sogar. Und Red Bull Racing. Deutlich vorne. Wir müssen jetzt noch vom Mercedes-GP in Acht nehmen. Aber mal gucken. Mal schauen, wie sich jetzt das weiterentwickelt. Vielleicht nehme ich gleich das nächste Rennen auf, weiß ich noch nicht.
Das haben wir auf jeden Fall nicht geschafft und auch im Rennen haben wir das Ziel auf jeden Fall nicht erfüllt. Weil das Ziel nicht hieß, werde disqualifiziert. Aber ich konnte auch nichts machen. Das war einfach, ja, ein Verbremser und dann ein bisschen zu weit darüber. Mal schauen, was sie jetzt von uns wollen. Sie können in diesem Jahr ihre Ziele erreichen. Ich glaube, wir sind mit unseren Zielen absolut. Das sind tolle Jungs. Sag einfach mal, das sind tolle Jungs. Oh, ja, das ist natürlich nicht so schön. Das nächste Rennen Istanbul. Dafür nehmen wir jetzt mal. Ja. Nehmen wir ruhig mal den. Den Paris-Helm. Wir sind ja sozusagen Paris. Ja, wie gesagt, WM-Stand sieht jetzt nicht mehr so toll aus. Naja. Dann sag ich mal tschüss und bis zum nächsten Rennen.